Gut, na dann, würde ich sagen, starten wir mal. Und ich sage mal, hallo und herzlich willkommen hier von Tag Nummer 8 hier auf der Intergalactic Aerospace Expo, der Origin Day. Alles im Zeichen von Origin Jumpworks eingerichtet, ja, und das größte Ausstellungsstück sieht man hier schon. Ich entschuldige mich ein bisschen für eine sehr wackelige Performance, die ich jetzt hier gerade im Stream momentan habe. Das liegt aktuell anscheinend daran, dass mein Rechner größere Probleme hat jetzt mit dem momentanen Last. Aber ja, ist eine Momentaufnahme. Ich hatte jetzt auch schon mehrere Stunden, die gut gelaufen sind. Wozu hast du dich jetzt hier quasi eingebettet auf den Plan? Sehe ich das richtig? Ja, endlich habe ich es geschafft, nach 5 Tagen Versuchen hier auf dem Plan zu landen. Okay, willkommen. Ja, du hast es geschafft. Sehr schön. Also, Halle 5. Ja, Wurzel ist eigentlich, der sitzt in dem Brunnen da, in dem Zwischenraum irgendwo da hinten. Der ist eine Statue auf dem Brunnen. Oder der Statue. Was mit anderen Worten heißt, dass wir ihn jetzt gleich die ganze Zeit nicht mehr zu Gesicht kriegen dürfen, weil wir in diesen Bereich nicht reinkommen. Ja. Hast du dir ja schön eingebrockt, Wurzel. Fein, Wurzel. Andere Seite wäre gut gewesen. Guck mal. Aminato hat es schon fast besser gemacht. Ja. Gut, unabhängig davon sieht man in der Mitte natürlich die große 890 Jump. Wir haben die 135C, die 125A links und rechts. Die 300er Serie ist im hinteren Teil ausgestellt hier. Hier drüben. Zumindest die 325A, 315P, 350R. Und hier haben wir dann noch die 300i etwas separat stehen mit immerhin der 600i Touring. Und was vielleicht ganz interessant wird, wir haben zwei Holoviewer, nämlich mit dem G12 Rover, der unten ist. Und ja, von da aus würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen rum. Aber ihr hattet gerade so ein bisschen angedeutet hier vorher, dass es vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist, in die Schiffe reinzugehen. Ich bin ja jetzt das erste Mal hier gerade auf der Expo. Kann jemand erzählen, was da passiert? Die 100i hat, seitdem sie reinkommt, der Punkt, wenn die Treppe noch nicht ganz ausgefahren ist, mhm, und man versucht reinzulaufen, dass es sein kann, dass man durch den Boden fällt, anstatt ins Schiff zu gelangen. Okay, ja gut, den Fehler kennt man ja, ne? Aber sonst sollte es, abgesehen von potenziellem Verlaufen, eigentlich relativ sicher sein. Ja, sehr, sehr cool. Also dieses Fahrwerk ist immer wieder beeindruckend, ne? Ja, das ist unglaublich. Fällt dir was aufs Feuer an der Messehalle? Ist die größer geworden oder... Was meinst du? Das ist der einzige Ausstellungstag, wo sie eine Beule in die Halle gemacht haben, damit die 890 Jump reinpasst. Da hinten, ne? Oder? Uh-huh. Und stimmt. Was mir aufgefallen ist, da hinten ist auch ein Kaffeestand. Ach echt? Hinter dem rechten, vom Schiff aus gesehen, hinter der linken Triebwerk. Ach krass. Ja, okay. Stimmt, aber sie haben tatsächlich diese Größe. Wenn man vom Schiff ist, man schon wieder durstig. Was ich bei dem Fahrwerk schlimm finde, ist, dass das vordere Fahrwerk unglaublich groß ist, da wo eigentlich relativ wenig Gewicht vom Schiff ist, aber das hintere Fahrwerk, wo das Hauptgewicht des Schiffes liegt, ist halt bloß so ein dünnes Gestänge. Naja, dünnes Gestänge, ich weiß nicht. Du bist immer die Nieten da drin sind immer noch größer als dein Kopf. Ja, aber für die Masse des Schiffes ist es vorne zu groß und hinten zu klein. Naja, jetzt kommt es ja darauf an, welche Materialien verbaut sind. Vielleicht sind vorne die schweren und hinten die leichten Materialien verbaut. Oder man setzt zuerst vorne auf. Dann musst du doch bedenken, du weißt ja gar nicht, was im Hangar alles geparkt wird. Wir können sagen, wir Asteroiden parken. Vorne muss man besser abfedern, damit die Leute im Pool nicht rausgeschleudert werden. Darum ist da mehr Federung drin. Schlau, schlau, der Wurzel, wie immer. Sehr schön. Ja, wir haben aber auf jeden Fall ja einen mächtigen Koloss jetzt hier, kann man nicht anders sagen. Das Ding ist richtig groß, geht über alle Lampen hinaus und wie gesagt extra Beule hinten installiert in der Halle, damit sie überhaupt reinpasst. Okay, aber naja, es ist schon immer was Besonderes. Wir gehen nachher noch auch in eine rein, aber dann eben außerhalb der Halle. Ja, da drunter klein die 100er Serie, beziehungsweise vor mir ist die 125A, da hinten ist die 135C
Beide übrigens echt schön zu fliegen, kann ich an der Stelle nur mal sagen. Ich bin jetzt mit der 135C viel unterwegs gewesen. Steuert sich wahnsinnig gut, das Ding ist extrem schnell im Quantum Drive. Also damit meine ich das Spooling. Die Basisausstattung von dem Quantum Drive ist super schnell und macht tatsächlich großen Spaß. Wie viele von den Dingern passen in die 890 Jump rein? Wisst ihr das? Und der Größe müssten aufs Landingpad selber 2 bis 3, kommt darauf an, wie sehr man sagt, man möchte die Schiffe sich berühren lassen. 3, glaube ich. Dann müsste noch mindestens eine, wenn nicht sogar 2, unter den Basketballkorb passen. Ah, also wenn du sie drinnen im Hangar sozusagen nochmal verlegst, ja? Ja, da bin ich mir nur nicht sicher, dann dürfte man nur das Pad nicht mehr hoch und runter fahren, weil ich glaube, die Flügel zu breit sind dafür, dass man das, sonst hat man das Pad immer, dass die mit hochnimmt. Ja. Ja, ich verstehe. Na, die gucken wir uns auf jeden Fall nochmal in Ruhe an, die 890 Jump. Und dann für die Leute, die da noch nicht waren, die können dann gerne mal reingehen. Wir können ja auch gleich 100er leihen. Genau. Und die dann mitnehmen. Dann können wir mal gucken, wie viel reinpassen. Das ist doch eine gute Idee. Ich habe sowieso noch eine da und dann könnte man gucken, dass wir die mal da reinparken. Das ist doch hat ja, glaube ich, aktuell jeder eine 100i als Messeleihschiff. Stimmt, richtig. Das Messeleihschiff, ja. Ist sogar von jedem da, das ist richtig. So, und jetzt gucken wir nochmal rüber. Hier hinten nur mal kurzer Blick drauf geworfen. Hier den Brunnen, meinte ich. Dass wir die Version diesmal getrennt haben, so ein bisschen. Dass jetzt hier, dass wir jetzt Richtung 300er Halle gehen, aber trotzdem eine der 300er, vor allem die Grundversion, in der anderen Halle steht. Das stimmt, das ist tatsächlich genauso ein bisschen bei der 100er, komisch. Die haben sie ja nach unten verbannt. Es hat, der Chat fragt gerade, warum jeder momentan eine Nomad hat, kann man ja kurz erklären. Die Nomad sollte von Tag 1 an auf der Messe mietbar sein und leider hat es da ein technisches Problem gegeben, sodass man die, obwohl man sie auf der Messe gesehen hat und sie dort ausgestellt war, war sie nicht mietbar. Und um das zu umgehen, hat Cloud Imperium Games kurzfristig einfach entschieden, dass jeder von uns eine Nomad bekommt, egal ob er sie denn mieten wollte oder nicht. Darum hat sie während der Messezeit jetzt jeder zur Verfügung im Account. Also nicht wundern, wenn die da ist. Und im Gegensatz zu den alten Messen geht dieses Schiff auch nicht in jeder Messehalle mit drin. Das also, stimmt, ja. Das finde ich aber schade. Das hätten sie vielleicht in die Vorhalle das Schiff stellen müssen, wobei es da relativ groß gewesen wäre dann. Das stimmt wohl, ja. So. Genau, hier haben wir dann nochmal die im Plan schon gesehene 300er-Serie, bis auf eine, die 300i ist hier nicht dabei, aber wir haben die 325a, wir haben die 315p und wir haben hier ganz rechts die 350r. Jetzt auch in ihren, ja, sagen wir mal, angepassten Farbtönen. Denn bei der 300er Serie ist es ja nach wie vor so, dass es das einzige Schiff ist, wo schon mal der Customizer ausprobiert wurde. Und das bedeutet, meine 315P hat eine komplett andere Lackierung. Mal gucken, wir haben ja da noch nichts von diesem Customizer gehört. Mal gucken, wann der dann für andere Schiffe erweitert wird. Früheste Schätzung war Ende dieses Jahres, aber da wir nichts mehr davon gehört haben, gehe ich nicht davon aus, dass das passiert. Sondern denke ich auch. Man dann irgendwann später davon hört. Ja. Zum Thema Racing und 350R ist, glaube ich, was die Top-Geschwindigkeit angeht, das zweitschnellste Schiff aktuell oder irgendwie sowas um den Dreh. Macht im Racing aktuell nicht viel aus, aber sie hat ordentlich Beschleunigung, bisschen drifty, ist aber mit eins der Top 3 Racing-Schiffe aktuell. Und hat ein Bett drin, was sonst keins der anderen hat. Ja. Man sollte nur nicht die Flügel verlieren, weil da sind die Retro-Thruster drin. Und wenn man beide Flügel verloren hat, kann man nicht mehr bremsen. Oh yeah, yeah, yeah. Ich habe hier noch die Frage aus dem Chat. Gibt es denn neben Liebhaberei vom Gameplay auch noch eine Notwendigkeit für die 315P, Explorer-Version oder die Reliant Zen, das kleine Forschungslabor, wenn man eine Terrapin hat? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und zwar alleine schon, wenn du vorhast, irgendwie in die Nähe von größeren Planeten zu kommen, sprich in der Atmosphäre rumherzufliegen. Wir wissen natürlich nicht, ob so bleibt, aber aktuell muss man einfach sagen, kannst du die Terrapin in Nähe eines Planeten
völlig vergessen als Raumschiff. Sie ist ein Weltraumschiff und sie ist darauf auch ausgebaut und ich gehe davon aus, dass sich ihre Flugeigenschaften nicht so massiv verbessern. Jetzt aktuell ist es so, dass du mit Planetoiden oder Asteroiden ganz gut klarkommst, da wo du, oder auch Monden zum Teil, wo du eine geringere Gravitation hast, wo du keine starke Atmosphäre hast, aber Hurston zum Beispiel, kannst du das Ding komplett in die Tonne kloppen, die Terrapin. Die kommt einfach nicht vom Fleck und entweder sie verbraucht so viel Sprit, dass du nicht weit kommst mit dem Ding, oder du gehst in den VTOL-Modus, da verbraucht sie sehr wenig und dann machst du ganze 5 Meter pro Sekunde nach vorne, weil sie so kleine Thruster hat, dass sie dann kaum noch vom Fleck kommt. Also die Terrapin ist ein super Schiff, sicherlich um im Weltraum unterwegs zu sein oder eben entsprechend Monde, aber eine 315P ist eine völlig andere Nummer, wenn du in der Atmosphäre fliegen musst. Also wirklich komplett, komplett anderes Schiff. Kann ich an der Stelle wirklich aus Erfahrung sagen. Die fliegt sich völlig anders als eine Terrapin. Und spätestens, wenn die Einzelmechaniken reinkommen, dann macht es ja sowieso wirklich einen Unterschied. Weil die Terrapin auch, ja. Dinge, die die Zen kann, nicht kann und, und. Genau. Und andersrum. Die ist ja eigentlich als Langstreckenaufklärer gedacht. Ja. Und nicht als Forschungsschiff extra. Richtig, richtig. Die Zen hat ja, glaube ich, auch ein Labor an Bord. Genau. Ne, nicht nur Scanner. Genau. Genauso wie die E315P hat es nicht. Nee. Die hat noch einen kleinen Traktorstrahl dabei in der Standardausstattung. Und sie hat letztendlich, die 315P ist eigentlich ein Schiff, was hauptsächlich dafür gedacht sein wird, kleinere Jump Points zu erforschen und zu kartografieren. Also das ist wirklich der eigentliche Sinn von dem Ding. Die Zen ist ein kleines Forschungslabor, wo du einfach das gar nicht so sehr für Scouting gedacht, sondern eher, dass du das Schiff nachziehst, wenn du irgendwo einen interessanten Ort gefunden hast, um den dann zu analysieren. Und die Terrapin ist letztendlich eine fliegende Radarschüssel. Ich muss aber sagen, wenn wir jetzt mal bei der 300 hier auf der Messe sind, ich finde es schade, dass sie nicht in Vollausstattung hier ausgestellt sind. Keine so, Kaffeemaschine drin? Ja. Ach so. Doch wenigstens das ganze Interieur mal ein bisschen anzeigen. Also. Ich glaube, sie sind in der Standardvariante, die keinen Aufpreis in Customizer erzeugt, hier ausgestellt. Denke ich auch, das ist halt... Die 600, die hier steht, das ist doch eine Explorer, Messe, da gehört alles rein. Das ist die Touring-Variante, die jetzt hier steht. Okay, die Touring. Die innen schönere, finde ich teilweise. Ja, finde ich auch. Aber ich sag mal, vom ins Schiff kommen her trotzdem noch dann dadurch, weil eine Funktion einem fehlt, reinzukommen ins Schiff, schwierigere. Warum und das Fenster nach unten hin ist immer noch. Naja. Ja. Mhm. Warum spielen die in dieser Halle nicht It's Burning Man? Jetzt. Oh ja. Meinst du wegen der Flammensimulationstest? Herrje, das ist aber wirklich ein Insider-Solo. Weil CNG hat mittlerweile selber verstanden, dass dieses Konzept der 600i total nach hinten losgegangen ist. Ja. Sie ist angekündigt für eine komplette Interieurüberarbeitung. Also was die Struktur und Aufteilung innerhalb des Schiffes angeht. Und deswegen, weil sie der Community das angetan haben, und das mittlerweile auch selber verstanden haben, wird in allen Videos, in Inside Star Citizen und Co., wo die neue Flammen- und Verbrennanimation und Technik gezeigt wird, immer die 600i angezündet. Angezündet, ja, richtig. Also sogar immer spezieller noch das Crew Quarter der 600i. Mhm. Was richtig gar nicht mal das Schlimmste, wenn ich an diesem Schiff ist. Es gibt schlimmere. Es ist so weird. Ich muss aber sagen. Ohne Privatsphäre in so einem Schiff. Gut. Die Außenhülle der 600i ist meine Lieblingsaußenhülle für alle Schiffe, die größer als jetzt so, was weiß ich, Einsitzer sind. Einfach weil dieses Außendesign ist fantastisch. Das stimmt. Da haben sie ja auch gesagt, das wollen sie beibehalten, das finden sie auch immer noch gut. Nur haben sie halt verstanden, dass diese Innenraumaufteilung und geht halt gar das nicht. Design gar nicht geht, genau. Das, wobei ich einen Kritikpunkt an der Außenhülle habe, und das ist das hintere Landing Gear. Das war immer diese. Warum stellt man das Ding auf die Außenhülle? Weil da fährt ein Stück Außenhülle raus. Ja. Ja, damit könnte ich leben. Was mich an dem Ding äußerlich am meisten stören würde, man hat eine unglaublich sleeke Form und dann haben sie oben einfach die Waffen so draufgeflanscht. Also die hätte man auch noch irgendwie schön einbauen können. Ja. Sie haben halt die 600i um dieses mittlere Modul
gebaut, das sie austauschen können. Ja. Aber dadurch, dass sich das über zwei Stockwerke zieht, ist quasi durch das Schiff ein Bereich rausgestanzt, den sie nicht allgemein verwenden können, sondern gibt es halt Front und Heck, die beide Versionen teilen, ne, Explorer und Touring. Und das hat eben so ein Rattenschwanz an Design-Dingen hinter sich hergezogen, die halt das ganze Schiffsinterior durcheinander gebracht haben. Definitiv. Also, ich hoffe, dass wenn sie so sagen, okay, diese Modularität im Sinne von, man müsste nur einen Bereich austauschen, dann hat die andere Variante, wenn sie das beibehalten, dass sie das abändern. Also zum Beispiel, dass es Captain's Quarter und der Hangar unten drin das Modul sind, dass man quasi unten was austauscht und nicht durch die Mitte durchstanzt. Weil das macht, da haben sie sich das Leben selbst schwer gemacht. Ja, das Captain's Quarter. Eine kurze Frage, haben Sie das Interieur schon ein bisschen überarbeitet von der 600i? Nein. Nicht, dass wir wüssten. Das ist doch immer noch das Touring-Ding. Ohne den Hangar. Ja. Ja, hier. Weil ich mich nicht an 6 Sitzbänke erinnere. 5. Genau, Beleuchtung. Beleuchtung wird geändert. Aber mehr nicht. Eigentlich vom Aufbau her bleibt es gleich. Und man sieht jetzt hier ganz gut dieses Captain's Quarter. Das ist gerade unterhalb der Brücke. Ne? Das ist so. Sicherlich das spannendste Pornoset des Verse. Vulva, Vulva. Hast immer andere Hintergründe für deine Szenen? Ja, das Schiff ist irgendwo an der Station angedockt und das, was man sieht, sind die Arbeiter, die eigentlich an der Station draußen arbeiten sollen, die sich nur im Captain's Quarter rum EVA'en und reingucken. Genau. Vor allem, auch da wir ja jetzt gesehen haben. Expeditionisten geeignet. Vor allem, da wir ja jetzt gesehen haben, dass die Dockingstationen immer ein Aussichtsfenster haben. Und sie sagten schon, oder man nutzt dieses Fenster, um einen Blick auf die dicken Pötte zu kriegen. Das kann man jetzt auch unter diesem Aspekt doppeldeutig sehen. Sehr richtig, ja, genau. Und Sobel, ich wette, weil es gerade im Chat kommt, du kannst dir die rote Beleuchtung dann einschalten, wenn du sie brauchst. Also, im Zweifel haben wir ja rote Leuchtsticks, ne? Genau, stimmt. Einfach, kannst du jetzt schon machen. Kannst du jetzt schon machen. Einfach Licht aus und dann schön rote Knicklicht da rumwerfen. Läuft. Man muss schon sagen, mit der aktuellen Wassermechanik kann man mit der 600i schön das Captain's Quarter unter Wasser setzen und dann kann man die Unterwasserwelt von Star Citizen. Das stimmt, ja, das ist richtig. Ohne zu drauf zu gehen. Blub. Ja. Genau. Also auf jeden Fall, die braucht noch eine ganze Menge Liebe, das wissen wir. Die 600i, bevor sie vom Innenraum her irgendwie konkurrenzfähig wird mit den anderen Schiffen, gerade die 890 Jump ist da sehr viel besser gelungen. Aber das wissen wir schon. Ich bin gespannt. Und es soll ja auch kommen, es soll ja passieren. Es soll ja es ist noch nicht terminiert. Es ist noch nicht terminiert, es wird noch nicht dran gearbeitet, aber es ist bestätigt, dass es passieren wird. Richtig, genau. So, und jetzt gucken wir uns nochmal die Rover an. Tatsächlich muss ich sagen und gestehen, das einzige Bodenfahrzeug von Star Citizen, das sich nicht in meiner Sammlung befindet. Ich habe sonst immer zugeschlagen bei Bodenfahrzeugen, aber der Rover hat mich irgendwie nicht interessiert. Der ist irgendwie so eine Mischung aus schnell, aber doch nicht schnell, aber dann doch soll doch aushalten, aber dann doch nicht so viel aushalten und irgendwie macht er für mich so einen Eindruck, als wäre das ein reines Luxusteil, was aber auch nicht richtig Luxus ist. Also irgendwie, keine Ahnung. Mich hat er nicht überzeugt. Für mich ist es gerade ein LTI-Token, also. Na gut, ja. Ja, gut. Wir sollten uns aber trotzdem auch die M50, die unten steht, auch noch angucken. Ja, gut, können wir machen. Weil genau. Das ist trotzdem noch ein kleines Liebhaberschiff. Auch wenn die nach ihrem Rework nicht unbedingt ein Rework bekommen hat. Ja. Ich glaube, man hat analysiert, zu gucken, was geändert wurde. Es waren, glaube ich, so ein paar vorne so eine Ecke oder so, ein Lüftungsschacht, der rauskam oder so. Das Cockpit. Und das Cockpit hat sich angekündigt. Komplett geändert, genau. Aber man hat halt von dem Rework des Schiffes mehr erwartet als. Wobei, wenn man sich die Texte fürs Rework durchgelesen hat, stand da eben Cockpit drin. Ja. Und, die haben es auch gesagt die ganze Zeit. Es sind nur Improvements, um die Animation des Cockpits anzupassen auf die ganzen Knöpfe und Einsteigen und so. Und wir wissen ja jetzt auch, warum. Wenn man sich die letzten Squadron 42-Infos anguckt. Denn sie brauchen sie für Squadron 42. Ja, das stimmt. Richtig. Da ist sie, die M50. Wo es jetzt auch zwei neue Designs für gibt.
Ja, das stimmt. So, gucken wir uns von oben an. Der schnelle Flitzer von Origin. Echt nach wie vor ein schickes Speedboat-Design. Kann man nicht anders sagen. Und wie wir wissen, auch ein Teil von Squadron 42 jetzt. Vermutlich tatsächlich irgendwie über Bronson's Bolts, die Advocacy noch eher als übers Militär, aber ich bin gespannt. Und ja, jetzt dann mit zusätzlichen Skins ausgestattet. So. Und ja, ein echt erfolgreicher Racer. Kann man auch nicht anders sagen. Ah ja, stimmt. Die M50 ist bis auf den einen Patch, wo die Razer reinkam, unangefochten der King des Racings. Mhm. Einfach weil sie von der Manövrierfähigkeit, Beschleunigung und Bremsen her das wendigste Schiffchen ist. Abgesehen vielleicht jetzt von der Arrow in der Atmosphäre, aber im Arena Commander bleibt die M50 höchstwahrscheinlich top vorne dabei. Mhm. So, und dann haben wir noch die 100i. Und die ist so ja die Basisversion von der 100er Serie. Ein bisschen Frachtraum, ein Bett, ein bisschen Starterschiffqualität im gehobenen Level, sage ich jetzt mal, was die Ausstattung angeht. Und natürlich auch den Style, den sie mit sich bringt, aber an sich schickes Schiffchen. Aber, das, genau. Hm? Das Einzige, was sag ich mal, zu Diskussionen geführt hat bei diesem Schiff, war gar nicht im Endeffekt das Schiff selbst, sondern vielmehr, dass es als Einsteiger-Starterschiff von Origin angekündigt war. Ja. Das aber nicht dauerhaft zum Verkauf steht. Das stimmt, ja, das ist richtig. Man muss diesem Schiff aber zugutehalten, es ist von den Einsteigerschiffen her für Kistentransport gar nicht mal so verkehrt, weil man kann einfach mit der Kiste reingehen. Ja. Besser als so Aurora oder Mustang. Wobei bei der Aurora geht es auch. Ja, aber man muss trotzdem die Leiter überwinden dabei. Hier geht man einfach rein. Das stimmt, hier geht man einfach rein, das ist richtig. Das Hauptproblem haben aktuell nach wie vor die Mustang-Piloten. Die haben die Hauptschwierigkeiten, weil du da die Kiste nicht abstellen kannst, wenn du oben bist. Bei der Nomad kann man eine Kiste auch mit in den vorderen Raum nehmen, wenn man gut werfen kann. Okay. Hat mindestens mit Picos geklappt, also gehe ich davon aus, dass es auch mit Kisten klappt. Man kann auch mit der Kiste einfach die Leiter hochgehen, weil er den in der Hand behält. Aktuell. Genau. Ach so, immer noch? Okay, ja, dann macht er. Das Hauptproblem ist, das macht er auch bei der Mustang, das Hauptproblem bei der Mustang ist halt nur, dass er diese Kiste dann nirgends abstellen kann. Weil er schon auf dem Sitz ist. Ja. Das ist eben das Problem. Und da backt die immer weg und so. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber ich lese gerade im Chat noch hier, dass auf das Bett in der 100i passen genau 3 Kisten. Gucke mal da an. Dann hat die auch noch von innen sehr den convenient. Frachtraum, den du zugreifen kann, wo dann auch garantiert nochmal 2, 3 reinpassen. Ja, da würde ich aber vorsichtig sein. Die Kisten fallen gerne durch zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist ein Problem mit Origin-Schiffen, habe ich das Gefühl. Ja. Dass die durchfallen, die Sachen. Ja. So, und hier haben wir dann noch den Origin G12 Rover. Man sieht auch hier an dem Status des Holoviewers, dass das anscheinend noch nicht sonderlich weit in der Verarbeitung ist. Wenn man sich dagegen anguckt, wie gestern zum Beispiel die Talon aussah, dann weiß man, die ist schon sehr viel weiter. Man sieht sehr viel mehr, an Texturen und Details, wenn die Schiffe weiter in der Entwicklung sind. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt erstmal an sich. Und ja, ich bin mal gespannt, ob und wie er sich seinen Platz im Verse dann sucht. Momentan sehe ich ihn noch nicht so richtig, aber wie gesagt, das ist sicherlich auch eine Styling-Frage. Bei mir verstehen immer noch nicht, warum man für so ein Fahrzeug, was einfach nur für bin cool, hab ein schönes Fahrzeug und geh shoppen, Waffen braucht. Ja gut, das die Frage habe ich mich vor kurzem bei meiner Prospector auch gestellt, aber gut. Ja, bei der Prospector hatten wir ja gesagt mal, dass könnte man mitmachen mit, da kommt ein Jäger an und du schießt mit den Distortions drauf, dass er langsamer wird, aber auch macht keinen Sinn unbedingt. Nicht wirklich, ja. Also ein Punkt mit
der Rover ist, sobald wir Straßen haben, werden wir besser abschätzen können, wo Offroad und wo auf Straßen welches Fahrzeug wo Vorteile mitbringt. Das stimmt, ja. Aber bis dahin wird es noch ein bisschen dauern. Du meinst also, wenn uns ständig LKWs im Weg sind, die wir dann in der Mitte mit der Waffe zerteilen müssen, um ordentlich auf der Straße unterwegs sein zu können, dann macht die Waffe auch wieder Sinn, okay. Straßenblockaden. Ich hätte jetzt erwartet, dass die Waffe dafür da ist, um die Nox, die an einem vorbeigeschossen ist, wenn man zu langsam ist, für sie abzuschießen. Vielleicht ist einfach so, was braucht man nicht, aber man braucht es schon einfach, um es zu haben, irgendwie. Mhm. So also, als Feature. Naja, Origin-like halt. Ist nicht ernst. Nicht ganz unwichtig hier aus dem Chat der Einwurf von Arelon, dass er sagt, irgendwie er hat eine geschlossene Kanzel, was heutzutage auf den jeweiligen Planeten durchaus von Vorteil sein kann. Mhm. Er hat Platz für zwei Personen und zwei SCU. Ist richtig. Ist natürlich grundsätzlich richtig. Mit den Cyclones hat man durchaus gerne mal das Problem, dass man, wenn man den falschen Anzug an hat, zu schnell erfriert. Wie gesagt, man kann aber auch einfach den richtigen Anzug anziehen, dann erfriert man da drin auch nicht. Zumindest nicht so schnell. Gerade im Vergleich zu den Cyclones sind, ich glaube, dass das Fahrzeug größer werden muss als die Cyclones, ein kleines bisschen. Einfach von der Länge her oder so. Das ist auch Rover. Ja, da glaube ich, glaube nicht mal, dass das irgendwo dazwischen wird es sich wahrscheinlich einordnen müssen. Und dann werden wir sehen, wo das Ding alles für reinpasst. Ja. Weil Ursa Wolfen, der ist halt schon bullig. Und ich muss eigentlich sagen, mein Hauptkritikpunkt an dem Teil ist einfach, dass er viel zu breit ist, meiner Meinung nach. Ja, gut, das ist hier wie der nicht. Fahrzeuge. Ja, also er ist einfach so breit, dass das macht einfach keinen Sinn. Also. In welcher Innenstadt kann man mit dem parken? Dann außerdem mit dem geländegängigen Fahrzeug, was er ja definitiv sein kann, warum setzt man denn bitte nicht die Reifen unter das Fahrzeug? Und warum setzt man sie daneben? Ich verstehe es nicht. Und die Federung ist sowieso aus. Ja, und vor allem die Federung bringt dir gar nichts, wenn du so wenig Raum unterm Unterboden hast, dass du trotzdem an jedem Stein hängen bleibst, über den der Reifen rüberfährt. Also das ist, ne, das hatten wir schon beim Novatank und ich verstehe nicht, warum man einen Rover nicht so bauen kann, dass der Offroad-Qualitäten hat, sprich eher aussieht, das Ding hätte so wunderbar zu einem schnellen Monster-Truck machen können, anstatt hier zu so einem breiten Teil, was Platz wegnimmt im Laderaum, den du anders nutzen kannst, um es einzufahren und letztendlich dir auch noch weniger Bodenfreiheit gibt. Also ich verstehe es nicht, es ist nach wie vor meine Kritik an dem Ding. Tiefer gelegt. Ja, warum? Ja, ich meine, gut, die Reifen sehen jetzt auch nicht so aus, als wärst du eigentlich damit, als wäre das Ding für Offroad gebaut und insofern muss ich Wurzeln natürlich recht geben, dass ich sage, wenn das Ding Straßen kriegt, okay, gucken wir mal, vielleicht schöner, so, aber momentan ziehe ich jeden dicken Anzug und einem Cyclone diesem Teil hier vor, weil du über die Planeten einfach nicht ordentlich rüberkommst. Weißt du, was ich da gerade vor mir sehe? Man hat seine Basis auf dem Planeten, geht dann, fährt dann zur nächsten größeren Basis, um shoppen zu gehen. Und dafür braucht man dann aber keine Waffen mehr. Ja, vielleicht gibt es ja viele Zielraum. Naja, gut, das mit den Waffen, da muss man sich inzwischen dran gewöhnen. Alles in Star Citizen hat irgendwie eine Waffe. Das gehört die irgendwie dazu. Ja. Die Racing-Version von dem Ding. Okay, die hatten EMP. Die hatten, ja. Ja, das ist das brauchst du für Scramble Racers. Keine Waffen, aber EMP. Ja. Genau, mal gucken. Also, wie gesagt, nichtsdestotrotz, meins ist er halt nicht. Es muss ja auch Sachen geben, die ich nicht mag. Der G12 ist eins der Bodenfahrzeuge, was mich nicht überzeugt bisher. Aber wie gesagt, es ist ja, Star Citizen ist eine lange Reise und wenn wir dann irgendwann auch wirklich Straßenwege haben, dann sind wir vielleicht irgendwann ganz glücklich, uns das Ding holen zu können, weil wir einfach sehr viel schneller sind, als wenn wir irgendwie versuchen, mit einem geländegängigen Fahrzeug darüber zu kommen. Ja. Die Frage ist nur, warum fliegt man dann nicht? Ja, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber da können sie auch sich genug Gründe ausdenken, warum man da irgendwo nicht fliegen kann. Hydrogen Fuel wird einfach so teuer. Stehen wir natürlich vor der Kampfversion. Genau. Richtig. Wobei, haben sie den als Anti-Air eigentlich betitelt? Oder haben sie den einfach nur wirklich als Kampfversion? Ich weiß es gerade nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Hier steht auf jeden Fall nur Combat, auf jeden Fall. Mhm. Weil dann machen sie auf jeden Fall da nicht den Fehler, wie bei dem Cyclones gemacht haben, wo sie haben, das ist ein Anti-Air. Ja. Und hier steht Ground. Ah, okay, der ist auf jeden Fall für All Offensive Ground-Based Operations.
Und wie, was für eine Size-Größe hat er auf den Raketen drauf? Dieselbe wie der vom Cyclone. Der hat nur, glaube ich, 8 okay. Raketen dabei. Das sind auch Size 2. Okay. Also 8-mal mehr reines Feuerwerk und keinen Effekt. Gut, gegen andere Bodenfahrzeuge vielleicht, ja. Ja, aber stimmt. Er heißt ja auch nur G12A und nicht G12AA. Ja. Stimmt, ihm fehlt ein A, um Anti-R zu sein. Genau, es ist höchstens Anti. Ja. Also mal gucken. Ich denke auch, es wird schon im Chat gesagt, einfach mal, wenn es dann soweit ist, bei Theaters of War testen die Dinger und mal ausprobieren, was sie dann wirklich können. Hier bezweifle ich noch mehr, dass es eine sinnvolle Kampfversion ist, aber gut, wie gesagt, einfach mal ausprobieren und mal gucken, was die Dinger dann können, wenn es soweit ist. Aber dafür ist ja im Endeffekt Seals of War dann später da, um da entsprechende Balancing Arbeiten machen zu können, und ja, man muss ja gucken, ob er uns da überhaupt zur Verfügung gestellt wird. Genau. Aber ja. Anderes Reifenprofil. Ja, ich sehe es. Anderes Reifenprofil. Ich bin auch ganz beeindruckt. Ich muss gerade sagen, ich stelle mir einfach in meinem... Ich habe jetzt einfach deshalb ein Lächeln auf den Lippen, weil ich mir im Kopf gerade vorstelle, wie ich mit meinem Nova-Tank über 3 von den Dingern nacheinander wegfahre. Einfach... Und dann einfach nur, weil es geht. Und so. Das waren den Origin-Besitzer, die viel und teuer Geld in ihre Fahrzeuge ausgegeben haben. Was war, dafür brauchst du bei deinem Tank mehr Kettenfreiraum. Ich fürchte auch, ja. Ich fürchte auch. Ich sehe die Dinge halt irgendwie so ein bisschen wie so ein Sicherheitswagen in einer großen Stadt, so ein bisschen. Ja, das könnte man vielleicht sich auch überlegen. Oben so ein Bido-Bido obendrauf und dann geht das, ja, ist okay. Ja, so. Der normale Fett Advocacy auf die Seite und dann fahren die da, wenn die in einer hochmodernen Premium-Stadt sind, mit rum. Mhm. Also Polizeifahrzeug auf Arkop. Genau, so sowas in der Art, ja, genau. So, vielleicht so ein bisschen irgendwie Total Recall-mäßig oder so. Oder ich bezweifle, dass Arkop die Polizisten das Ordnungsamt von Judge Dredd fährt etwa damit rum, könnte ich mir vorstellen. Ihr wollt also sagen, es gibt bald ein G12A Blue. Genau. Nee, das müsste normale G12 sein. Ja. Weil, wozu solltest du Leute mit Raketen beschießen, weil dann platzen die ja komplett, kannst du die nicht mehr gefangen nehmen. Und du könntest dann hinten den Laden... EMPs. Ja, und weil Sawyer gerade sagte, Judge Dredd, das ist doch genau das Verfahren. Du schießt auf die Leute, sie platzen und dann ist gut. Und das war's. Das ist ziemlich genau die Logik hinter den Street Judges, ja. Das ist richtig. Aber ich würde trotzdem als Judge Dredd nicht dagegen verwehren. Könnte man mir auch keine X1 andrehen. Ich möchte, wenn, dann bitte einen Tumbril Ranger haben. Das geht klar. Damit komme ich hin. Ja. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wie man dann hinten den Frachtraum austauscht gegen eine Gefängniszelle wie von der Hawk. Mhm. Ja, genau, richtig. Klappe auf, Seite rechts, links, Person reindrücken, wieder zumachen und los. Definitiv, auf jeden Fall. Genau, aber wie gesagt, also so, ich konnte auch so, also als so Polizeimobil, so als Polizei-SUV könnte ich mir das durchaus vorstellen in der Stadt. Das macht durchaus wieder Sinn. Ohne die Raketen und stattdessen oben irgendwie Blaulicht oben drauf und eine Gefängniszelle hinten rein, alles gut. Ja, dann den Schützturm noch zur Not drauf, den von der normalen Version. Ja, also sowas könnte ich mir auch vorstellen, so irgendwie fährt mit in Terra rum. Mit Wasserwerfer statt. Ja, genau, mit Wasserwerfer oben drauf. Oh je. Zwei SEO-Wasser. Nicht so viel, aber ist mehr Show als sein. Genau. Nicht schlecht, genau. Und dann... Keine Countermeasures, sondern Tränengaswerfer. Wir haben unser Riot-Mobil, wir wissen es jetzt. Ja. Genau. Aber für High-Income-Städte. Richtig, genau. Die sollen ja total schick aussehen. Richtig, richtig. So, sehr gut. Ja, also so viel erstmal auf jeden Fall zum Origin Day. Wie gesagt, nochmal sorry wegen der niedrigen FPS momentan. Kann ich leider aktuell nicht ändern. Zuckelt bei mir hier so ein bisschen, aber unabhängig davon, Origin, die Highlights haben wir gesehen. Und wir wissen auf jeden Fall, dass die Halle für die 890 Jump vergrößert werden musste. Ja, so viel dazu. Wir haben noch 2 Tage, die wir auf jeden Fall auch mit YouTube-Videos darstellen. Das eine wird dann der RSI-Tag, der sicherlich für viele spannend sein wird, weil noch ein neues Schiff kommt, was völlig unbekannt ist, beziehungsweise wo man noch keine Aussagen von CAG hat, außer das, was kommt.
was dann im Endeffekt wirklich da sein wird. Wir sind sehr gespannt. Das Ganze dann am morgigen Tag und dann, also am Samstag und am Sonntag dann nochmal die Best-in-Show-Ausstellung von auf jeden Fall der Carrack, der Cutlass, der Valkyrie und ich glaube noch zwei anderen Schiffen, die noch mit drin sind. Und außerdem gibt es dann nochmal den Weapons and Armor Day. Das gucken wir uns dann auch nochmal gemeinsam an. Und jetzt werden wir uns gleich nochmal auf eine 890 Jump im Stream begegnen und das vielleicht nochmal entsprechend reinschneiden. Wenn das denn klappt, wissen wir ja immer beim Verse nicht so richtig. Und dann gucken wir nochmal, dass wir das Ding im Weltraum nochmal ein bisschen ausprobieren. Aber so viel erstmal zu diesem Teil hier von der Messe. Ich sehe jetzt nämlich gerade zu, wie als erster jetzt versucht, glaube ich, Peron einzuparken. Noch auf die Klappe wartet, oder? Er müsste jetzt, die ersten zwei müssten unten am besten anparken. Ja, ich muss unten nochmal umsetzen. Ja, dass er nach drinnen sich in den Innenbereich setzt. Mhm. Ich glaube, ich lasse mich mit der Rampe runterfahren. Das funktioniert. So wie ich es jetzt sehe, müsste neben ihm, also wenn er noch ein bisschen weiter nach links parkt, müsste da noch einem nebenpassen und einer halt mit der Nase auf genau andersrum gedreht. Mhm. Und dazu müsste ich noch ein bisschen nach hinten setzen. Aber warte, ich hol Call Elevator. Ja, da sind wir. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie viele 100er passen in die 890 Jump. Das gucken wir uns jetzt noch an. Indem wir jetzt schauen, wie als erstes Peron und dann steht da Varal und Astrian. In den unteren Aufzug keine. Ich hab doch gesagt, du sollst Open Hangar Door. So. Du musst wahrscheinlich mit der Nase dich da unten reinbegeben. Oder. Ja, wenn du das Ding offen lassen würdest. So besser, Sawyer? So ist besser. Ja, glaube ich dir, aber ich sag ihm, der soll. Warte, ich warte, bis es komplett zu ist und dann sage ich ihm nochmal genau, er soll aufmachen. So. Ja, die 890 ist da, glaube ich, gerade etwas. Open Hangar Door. Die war da immer schon so. Du konntest die Animation nicht abbrechen. Der hat ja gerade eben mal kurz aufgefahren nochmal. Mitten in der Animation. So. So. Du warst offen. Und jetzt fliegt der Peron ganz vorsichtig unter den Basketballkorb, ne? Du musst hier unter den Basketballkorb kommen. Weil die genau. Wir wollen jetzt in die Garage reinfahren, sozusagen, damit der nächste rein, damit die nächsten reinpassen. Das wird auch so passen. Hallo, Autsch. Ich weiß nicht. Wie schmecken die Chips? So. Aber wenn du jetzt nach hinten ich mein, und jetzt musst du jetzt mit der Nase eindrehen? Also mit der Nase nach rechts drehen? Rechts. Nach rechts. Mit der Nase. Nach rechts? Ja, ja, du musst mit dem Arsch so gesehen dich hier. Dein Arsch muss so gesehen fast hier unter die Kante gesetzt werden, ein bisschen. Heck! Ja, dann. Ich wollte nur noch mal sagen, Rabbi ist der Seemann. Ja, darum redet er auch von Arschen und nicht vom Heck, ich verstehe es schon. Genau. Die Nase sollte unterm Basketballkorb stehen. Was? Der Bug. Ja, ich glaube, du sollst da richtig einparken, Peron. Das ist auf jeden Fall der Plan, dass das Ding komplett sich da einmal reindreht. Also Quarkparken machen wir hier gerade und nicht, wie man die Dinger richtig parken würde. Wir wollen gucken, wie viel reinpassen. Aber ich sehe schon, wenn Varal da jetzt schon dreht, wird es... Oh je, Leute, jetzt verkantet ihr euch, glaube ich. Ja. Gucken, wie weit Varal mit der Nase rüberkommt. Also ich glaube, hier hinter dem Basketballkorb passt ein Schiff dann. Mhm. Problem ist, ich sehe bei der Kamera nichts mehr. Bleib mal so, wie du jetzt bist, damit Peron wieder rausfliegen kann aus der Ecke. Okay. Vorne raus. Und Varal sich. Mit dem Heck hast du noch genug Platz nach links. Du müsstest noch mal ein bisschen hoch mit dem Hintern. Im Heck. Ja, ist Tetris auf jeden Fall. Ich find's cool. Oh, jetzt ist er aber fast verschwunden da.
Techno. Dum, 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 dum. Genau. 25 Minuten Version, alle mit 10 verschiedenen Versionen. Ja, richtig. Gut, die davor kriegen wir keine mehr. Also, Theon, du kannst versuchen, dass du dich auf die Plattform hier am besten kriegst. Also, wir kriegen 4 Stück hier rein, sehr wahrscheinlich. Okay. Welche Plattform willst du jetzt haben? Warte, warte. Jetzt nach links traden. Bitte schön, Passi. Links, die andere Seite. Dankeschön. Ich guck von vorne drauf. Ach so. Und jetzt die Nase Richtung Wand drehen. Ja, so willst du mich jetzt da drin haben. Genau. Noch ein Stück, noch ein Stück. Du kannst jetzt auch, brauchst nicht weiter hinten. Genau. Dich jetzt auf der Plattform lassen. Es geht jetzt um die maximale Staufläche, nicht wie man da einfach wieder rauskommt. Ja? Also, VIP-Parking wäre anders wahrscheinlich. Ja. So, ja, VIP-Parking-Zahl kennen wir ja, okay. Eins. Lass mal dich mal so stehen. Der Nächste würde jetzt direkt daneben parken. Okay, dann ist Astrian jetzt dran. Jo. Ich hoffe, Harald kommt noch aus seinem Schiff raus. So, ich denke mal, genauso Mitte Nase stellen wie... Ja, wahrscheinlich. Gleiche Nasenstellung wie Peron. Speedlimit ein bisschen runter. Dann könnten wir fast vorne noch eins quer reinstellen. Oder zwei. Na, ich glaube, ich bin gespannt. Ich glaube, eine wird wohl noch reinpassen. Ich gehe auch aktuell von vieren aus jetzt, ja. Weil sie doch länger ist, als ich dachte. Ja. Peron würde ich empfehlen, vielleicht auszusteigen jetzt gleich, weil da kommt gleich genau zwischen die beiden Nasen, wollte ich die nächste parken. Mein Ausgang ist nach links aus. Sein Ausgang ist nach links. Also Backbord. Schaffst du es noch, das nach rechts zu streifen? Ein kleines bisschen? Ja. Noch ein Stück, noch ein Stück. Das ist jetzt eine 125A, oder? Oder ist das ja. Einfach, ja, genau. Müsstest. Ja, kannst runter. Guck mal nach hinten. Aber pack erstmal Landing Gear raus. hinten passt. Nur weg. Gut. So mal langsam runtergehen und aufsetzen. Boah, also das passt aber relativ bequem. Ich meine, wir arbeiten ein bisschen dran, aber es geht ganz gut, wenn man sich jetzt überlegt, dass Treis jetzt gleich da sich so dazwischen setzt. Wenn Treis jetzt mit der Nase. Hier, da wo ich jetzt bin, mit der Nase landet. Ich könnte noch gut ein bisschen nach hinten, weil ich sehe, ich habe doch Platz zwischen den Tragflächen. Ja, dass sie da mit der Nase so ein bisschen reingeht. So ist. Wie weit kommt sie nach vorne? Kommen wir noch. Oh. Was? So? Also, es könnte jetzt versucht werden, das andere Schiff mit der Nase. Richtung, Oh ja, yeah, ich weiß, was du meinst. So richtig reinwinkeln, ja? Ja, also die Nase Richtung, dafür ist nicht genug Platz. Wo Baral gerade steht. Du meinst zum vorderen Turm, aber das wird nichts. Ja. Dafür ist zum vorderen Turm hin nicht genug Platz. Ich glaube, ist noch eine dafür da? Ist sie zu lang. Ja, ja, ist ich jetzt da, schräg. Aber das ist zu lang. Aber ich glaube, das passt nicht. Weil du kannst aber auch mit der Nase hier so ein bisschen hier links unter die Kante runter. Wurzel, ich gehe mal in den EVA, ja? Ich steig dann auch von außen. Ja, okay. Also, du kommst. Kann dich auch noch näher dran bringen. Nö, nee, alles gut. Andersrum, die Nase zu mir. Wo willst du denn? Hier, wo ich bin, mit der Nase so ein bisschen drunter. Rabbi. Das wird nichts, dann kriege ich den mit dem Heck, das Heck nicht mehr rein. Steuerbord. Flügel. Kann ich um laut Außenperspektive doch ein Stückchen zurück, könnte dadurch noch ein bisschen mehr Platz schaffen, dass Reis vielleicht auch noch ein Stückchen weiter nach vorne kommen kann. Okay. Also ich wollte jetzt mal gucken, was passiert, wenn Sulu jetzt runterkommt. Weil der eine. Guck dir an, wie lang das Ding ist. Das wird nichts. Der Fahrstuhl-Lift vorne ist im Weg. Ich glaube auch. Die Säule. Da komme ich nicht rein. Das Heck ist zu breit, als dass ich mit dem Heck zwischen die Dinger hinten in die Ecke komme. Nee, das passt nicht. Nee, auch andersrum das passt wird das nix. Nicht. Aber 3 kriegt man hier auf jeden Fall auch ohne. 3 kriegt man 3, ja. Genau, ohne Quetschen kriegt man 3 gut rein, ja. Und einen 4. Also als Lagerung. Ja.
Und Version 4 kannst du mitnehmen, wenn du oben das Dach zumachst. Stimmt, das könnte man noch machen. Oh. Hat das Dach Grip, ach so. Grip oder nur, wenn es hochgefahren ist? Warte, ich gehe mal zur Fläche. Ich sag mal close. Mal gucken, was jetzt passiert. Es kann sein, dass sie jetzt alle hochfahren und alles geht durcheinander. Nee, ich habe ja nur Hangar-Tor gesagt. Ich hoffe, dass er nur die Option auch angewählt hat, weil ich, die Option dafür ist unter dem Flügel einer 100er. Und ja, passiert nichts, oder? Doch, jetzt. Jetzt geht's zu. Und es geht zu. Wunderbar. Da oben kriegen wir jetzt natürlich noch zwei draufgestellt. Das stimmt, ja. Problemlos. Nicht drei? Sogar drei, aber wir haben nur zwei dabei. Das stimmt, ja, das ist richtig. Sollen wir die eigentlich ausmachen? Ja, ne? Ausmachen könnt ihr, ja. Einzig, was man jetzt gucken muss, ist, wo man hier landen muss. Damit man zu einer Tür kommt. Hier. Und ihr könnt ja dann so gesehen über den Seitenschleuse rein. Oh, wobei, wir können noch eine 100 können wir hinten reinpacken. Ja, wobei jetzt schon versucht. Es geht theoretisch, aber jetzt kann der Wurzel doch einfach relativ entspannt daneben laden, nicht. Oder? Nee, geht nicht. Die sind zu breit. Also möchte noch einer hinten in den hinteren Hangar? Sagt der Trice doch gerade, es geht nicht. Ich hab's grad probiert, also ich war zu breit für. Hinten. Aber ich muss gleich meinen Joystick abstecken, sonst gibt's hier noch eine Explosion. Nee, das, und wenn ich mir das hier so angucke, hat sie so jetzt keine Schwerkraft. Denn meine Hecktriebwerke sind nicht auf dem Boden. Ja. Meine Heckreifen. Ich glaube, das hatten sie irgendwann mal geändert, dass die obere Klappe nicht die Griffe. Du brauchst doch Landing hier. Also ich kann hier drauf rumlaufen. Ja, jetzt. Okay. Ja, ich kann hier auch drauf rumlaufen. Also bei mir. Mein Landing Gear, glaube ich, sitzt jetzt auf, aber es ist nicht auf dem Boden. Also. Genau, das ist auch gerade mal. Ja, aber das vordere auch nicht. Die schweben alle. Die schweben alle. Okay. Ja, das. Sie hat aber Grip, also du kannst drauf laufen. Es geht. Okay. Ich schätze mir aus. Ich wollte mich ja hier in der Medbay kurz binden. Cool. Genau. Wie kommen wir jetzt rein? Über die Seiteneingänge, oder? Genau, nur über die Seitenschleusen. Aber das ist doch gut, das wollten wir ja auch nur nochmal illustrieren jetzt. Sehr schön, perfekt. Also, zusammengefasst, 4 Stück sind drin, 2 sind obendrauf und wir sehen, was wir locker noch Platz für eine dritte hätten obendrauf. Da, wo ich nämlich gerade stehe. Man kann auch locker 3 reinparken, wenn es vorsichtig ist. Also und locker 3 geht auch, ja. Wie die am Basketballkorb steht, die ist halt der Breaker für den Lift. Genau, richtig. Ja, schon ein Riesenteil, die 890 Jump und natürlich super schön, sie jetzt nochmal im Verse zu sehen. Das beendet jetzt sozusagen dann auch schön die YouTube-Episode hier an der Stelle und wir verabschieden uns bei YouTube bis zum nächsten Mal und sagen auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, lasst uns einen Kommentar da, lasst uns ein Abo da und natürlich freuen wir uns auch über eure Likes und dann eben, wie gesagt, bis zum nächsten Tag. Bye bye, YouTube. Tschüss. Ciao.